Yeah, Buddy! Es ist endlich wieder Wochenende und ich will natürlich dafür sorgen, dass ihr gut ins Wochenende startet. Ich muss gleich am Anfang hier erwähnen, die Soundqualität ist vielleicht jetzt nicht die beste, weil Kev natürlich die Cam von uns mit auf die Gamescom genommen hat und das ist auch gut so. Und deshalb habe ich jetzt einfach mein Handy genommen. Da ist die Qualität, die Soundqualität ist nicht die beste, aber ihr müsstet zumindest verstehen, was ich sage und ihr müsstet mich zumindest sehen. Also meine Lieben, Kev ist auf der Gamescom. Das ist auch gleich das erste Thema, was ich ansprechen will. Denn dieses Jahr, ich habe es schon im letzten endlich Wochenende erwähnt, Mike und ich haben es nicht geschafft auf die Gamescom. Aber das nächste Jahr, das ist versprochen, 100% sind wir beide dabei, beziehungsweise dann sind wir zu dritt dabei. Wir werden zu dritt die Gamescom unsicher machen. Wir werden zu dritt dafür sorgen, dass alle Vollgas geben und dass auf jeden Fall mega, mega, mega gute Laune herrscht. Und vielleicht kann ja Kev irgendwas dann noch klar machen, dass wir irgendwo nochmal vielleicht auf die Stage, auf die Bühne können. Ich würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen, dass ihr alle was von uns bekommt, denn man geht natürlich schnell unter der Menge unter und ich vermute auch, dass sich eine schöne Traube um uns bilden wird. Aber wir werden dann auf jeden Fall auch versuchen, natürlich mit jedem von euch irgendwie zu schnacken. Oder für mich wird das auf jeden Fall eine dann der ersten Erfahrungen überhaupt sein in diese Richtung, denn jetzt, bisher hatte ich noch nicht solche größeren Events, wo dann auch viele von euch da sind. Und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt aber eine ruhigere Bude. Denn jetzt endlich ist jetzt Mike hier und Kev ist ja weg und meine Freundin ist auch noch hier. Und das heißt auf jeden Fall, einer, der immer schreit und aufnimmt, ist weniger. Ich finde das eigentlich schade, weil ich mag das. Ich mag unsere WG, dass wir alle immer am Machen, Tun sind, dass es niemals ruhig ist. Also wir geben ja alle echt immer super, super, super mega Action. Und entsprechend könnt ihr aber auf jeden Fall auch auf Kevs Kanal vorbeischauen, denn er lädt ja, ich glaube, fast jeden Tag Videos hoch, wie es auf der Gamescom aussieht, was er überhaupt für ein Hotel hat, wie die Stimmung ist. Ich glaube, er hat sogar Szenen von der Bühne direkt, dass man mal so einen Einblick bekommt, wie fühlt man sich, wenn man selber auf dieser Stage steht. Also auf jeden Fall ein mega geiles Event, die Gamescom. Und ich freue mich, wenn wir nächstes Jahr auf jeden Fall dabei sein dürfen. Ja, und wie war meine Woche? Meine Woche war eigentlich ziemlich cool. Es ist jetzt Freitagnachmittag und ich muss dieses Video jetzt aufnehmen, also am Freitagnachmittag, denn morgen fahre ich mit meiner Freundin nach Berlin. Sie war noch nie da und ich habe einfach gesagt, komm, wir machen so einen kleinen spontanen Trip. Wir gucken uns mal die deutsche Hauptstadt an. Das ist übrigens eine recht schöne Stadt. Ich war schon mal in Berlin. Und jetzt gleich wollte ich auch noch ins Fitnessstudio, deshalb haue ich mir hier nochmal ein bisschen Energy nebenbei rein. Ich will ja auf jeden Fall immer 250% geben, gerade wenn ich trainiere, so wie ihr das in meinen Videos kennt. Also egal, was ich anpacke oder was die Geilo Family anpackt, immer 250%. Versucht das selber, damit lebt es sich auf jeden Fall besser, wenn man Gas gibt und wenn man mit viel Energie durchs Leben läuft. Ja, also, wir fahren nach Berlin. Deshalb habe ich auch das Thumbnail mit so einem Reisebus gemacht. Wir fahren mit dem Bus hin, 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück, übernachten da bei Freunden und vielleicht gehen wir auch mal ein bisschen feiern. Also mal gucken, was die Freunde für uns vorbereitet haben. Das sind Freunde, die wir hier kennengelernt haben und die sind jetzt aber nach Berlin gezogen. Und meine Erfahrung ist echt oft, also damals auch in der Schulzeit, Zivildienst, man lernt coole Leute kennen, aber aus dem Auge, aus dem Sinn, das ist leider so. Also man lernt sich kennen, man freundet sich richtig krass an. Wie sind dazu eure Erfahrungen? Also sogar die besten Schulfreunde. Ich glaube, da ist mir echt nur noch einer geblieben, den ich jetzt dann halt ungefähr seit über 10 Jahren kenne. Aber es ist echt schwer, den Kontakt aufrechtzuerhalten, obwohl es heutzutage leichter ist. Weil man Facebook hat, weil man Skype hat, weil man ja sogar vielleicht zusammen online zockt. Aber ist das wirklich so richtiger Kontakt? Ja, irgendwie nicht. Also man muss sich schon mal treffen und wir haben halt ein richtig cooles Pärchen hier in Hannover kennengelernt und wir wollten die jetzt einfach besuchen, weil wir sagen, komm, diesen Kontakt lassen wir nicht einfach so verstreichen. Das sind echt coole Leute und eigentlich muss man sich an coolen Leuten festhalten. Man hat meistens nicht viele extrem gute Freunde. Also ich finde, so ein engerer Kreis aus 5, 6 Leuten ist viel mehr wert als 3. Ich habe das früher auch so gemacht, dass ich auf Facebook alle geaddet habe, wo es nur ging, auch dass man natürlich zu vielen Mädels Kontakt hat und so. Aber heutzutage brauche ich das nicht mehr. Ich habe ganz, ganz viele gelöscht.
Weil ganz, ganz viele einfach so tote Freunde sind, mit denen man macht sowieso nichts mit denen. Man guckt einfach nur dann mal, was haben die in der letzten Zeit veranstaltet. Aber eigentlich unternimmt man nichts wirklich. Und es sind auch, also man, dieser äußere Kreis, das sind Leute, denen man auch nicht hundertprozentig vertrauen kann. Und man braucht eigentlich Freunde, auf die man sich wirklich, wirklich verlassen kann. Also, ich finde es, also ist schon mal mega geil, dass wir so eine geile Familie haben. Ich kann mich nämlich auf Mike und Kev hundertprozentig verlassen. Das ist auch so, wenn einer von uns zum Beispiel Geld leihen. Geld leihen ist eine ganz, ganz schwierige Sache bei weiteren Freunden, bei diesem weiteren Freundeskreis. Und enge Freunde. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, mein bester Kumpel. Ich könnte jetzt sofort zu dem gehen und sagen, ey, ich brauche unbedingt 1000 Euro. Der würde mir 1000 Euro geben. Und dann müsste ich dem, also natürlich würde ich ihm das zurückgeben, aber er weiß halt auch hundertprozentig, dass er sich auf mich verlassen kann, dass ich ihm hundertprozentig diese 1000 Euro irgendwann zurückgebe. Und natürlich nicht in 10 Jahren, aber wenn ich die jetzt bräuchte, dann würde ich die irgendwann in einem Jahr oder so beim Abklappern. Also ich brauche jetzt kein Geld, aber darauf will ich hinaus. Also gute Freunde, behaltet euch solche Freunde, denn gute Freunde, ein gutes soziales Umfeld, auf das ihr euch verlassen könnt. Das ist meiner Meinung nach, also inbegriffen jetzt Familie, eine Beziehung, eine intakte, das ist das Wichtigste, was es gibt. Ich würde auf viel Geld verzichten, nur damit ich ein intaktes Umfeld habe. Zum Glück habe ich ein intaktes Umfeld und bin auch beruflich sehr, sehr zufrieden. Aber ja, Mike hat jetzt sturmfrei, weil ich gönne mir halt mit meiner Freundin dann auch wieder so einen kleinen Trip, der das halt auch wieder unterstützt, dass wir das soziale Umfeld aufrechterhalten. Wir fahren nach Berlin, Mike hat sturmfrei, weil Kev ist weg und wir sind weg. Also er hat wirklich die ganze Wohnung für sich alleine. Ich glaube, er hat sich auch schon einen Kumpel eingeladen, dass sie mal so ein bisschen hier wieder ein bisschen abfeiern. Naja, und entsprechend muss ich natürlich vorarbeiten. Deshalb, es ist jetzt Freitag. Nachmittag erst, normalerweise nehme ich es Freitagabend oder erst Samstagmorgens, bevor ich endlich Wochenende auf. Ich habe jetzt vorgearbeitet und ich werde natürlich auch gleich nochmal Minecraft vorarbeiten. Und ich muss nochmal was zu Minecraft erwähnen. Also es macht mir echt viel Spaß und das, was ich euch zeige, das ist hundertprozentig authentisches Minecraft-Noob-Kennenlernspiel. Ich lerne Minecraft erst kennen. Ich habe jetzt 4 Folgen oben und das sind 4 Folgen auf 15 Minuten. Das sind zusammengerechnet 60 Minuten, eine Stunde. Also ich habe jetzt wirklich in meinem Leben eine Stunde Minecraft gezockt und ihr seht jeden einzelnen Schritt, so wie in der letzten Folge, wo ich nur gestorben bin. Ich wette, ihr hattet auch sowas ganz am Anfang. Einfach total überfordert. Das ist meine erste Stunde Minecraft. Normalerweise, wenn man jetzt ein Spiel anfängt, ihr habt ja bestimmt, viele von euch am ersten Tag gleich erstmal 3, 4 Stunden Minecraft gezockt. Das mache ich auch. Ich nehme nur alles für euch auf. Und ich habe natürlich auch die Tipps, nehme ich sehr gerne und dankend an. Ich habe super coole Tipps von euch bekommen. Ich werde auch Kev auf jeden Fall sagen, dass er mir da irgendwie noch diesen Mod fertig macht. Ich glaube, dass ich diese ganzen Crafting-Geschichten, dass ich das nicht immer nachgucken muss und nicht nochmal irgendwie auswendig lernen und dann in die Aufnahme mit reinbringen. Sondern, dass ich das irgendwie, ich meine, ihr habt ja irgendwie geschrieben, dass es da einen Mod gibt, wo ich einfach so eine Liste habe, da kann ich dann gucken, wie ich was zusammencrafte. Also ich freue mich drauf, die nächste Folge kommt ja schon am Dienstag, also es bleibt jetzt so, jeden Dienstag, jeden Donnerstag gibt es für euch zusätzlich Minecraft zu allem, was ich mache mit League of Legends. Und bezogen auf League of Legends, ich habe jetzt Gnar sehr, sehr viel auf dem Live-Server gespielt. Ich habe mir auch gleich Dino Gnar gegönnt, weil ich finde den Mega-Gnar als Dino genial. Es ist so ein richtiges Monster, das auch noch mit diesem Helikopter, das er fängt und frisst. Aber ich mag den Mini-Gnar, da mag ich den Basic-Skin mehr. Also dieses Urzeitviech quasi, plus dann der Dino, das wäre für mich so jetzt der perfekte Skin bis jetzt. Aber ich muss sagen, jetzt, ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen mit Gnar gemacht, verschiedene Skillungen, verschiedene, nicht nur Skillungen, sondern auch verschiedene Spielstile, also ihn auf Tank, ihn auf Damage zu bauen. Und Gnar ist, glaube ich, der wird im Pro-Bereich wird er nicht gefunden, glaube ich. Also leider ist es so, seine Auto-Attack-Range, mit der er ja eigentlich den Gegner ärgern soll, die ist so kurz. Die ist wirklich so kurz, dass jeder Melee-Champion aus der Top-Lane irgendeine Fähigkeit dagegen haben kann. Er hat zum Beispiel gegen Pantheon gespielt. Pantheon
kann sofort seinen Stunt treffen. Also er kann alle seine Fähigkeiten sofort treffen. Wenn ihr nur einen Auto-Attack auf ihn machen wollt, dann Darius kann euch sofort ziehen. Und Minigunner ist einfach anfälliger, der ist schwächer, der hat nicht ganz so die hohe Auto-Attack-Range und auch nicht die starken Base-Stats. Also ich muss nochmal eine Sache versuchen. Da bitte ich euch doch auch nochmal in den Kommentaren zu schreiben, was eure Erfahrungen sind. Aber Gnar mit vielleicht gegen Ranged Champions, also wo ihr Gefahr läuft, dass die an euch rankommen. Also wirklich so gegen Shyvana, gegen Udyr habe ich gespielt. Da skill ich ruhig das W hoch, weil da kriege ich die Auto-Attacks hin. Aber zum Beispiel gegen Darius, gegen Pantheon, vielleicht das Q hochskillen und dann echt nur auf Entfernung erstmal farmen. Weil das Late Game von Gnar, wenn Q und wenn W hochgeskillt ist, das finde ich schon wieder stark. Aber er muss halt erstmal ins Rollen kommen. Mike hat gesagt, so ein bisschen wie Tryndamere. Der muss auch erstmal ins Rollen kommen, der ist aber später auch extrem stark. Was denkt ihr von Gnar? Was sind jetzt eure Erfahrungen, gerade auf dem Live-Server? Weil viele von euch haben ja gar kein PBE. Es ist endlich Wochenende, ich verreise, werde ein paar Fotos machen, vielleicht auch ein kleines Video. Dann schenke ich euch mal ein paar Eindrücke aus Berlin. Ich bin euer Povrot, dann im nächsten endlich Wochenende mein kleiner Berlin-Trip. Und ich wünsche euch die volle Power am Wochenende. Ein Energy-Schluck nochmal auf die Community. Und dann macht's gut, Leute. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Yeah!